Schaut euch mal, was sie getan haben zur Zeit von Ali radiallahu anh. Imam Ahmad rahimahullah berichtete, so kamen die Khawarij in eine Stadt, da kam Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, also der Sohn eines Gefährten. Als er die Khawarij gesehen hat, ist er erschrocken rausgegangen. Sie sagten, die Khawarij sagten, warum hast du dich erschrocken? Es war eine Gruppe von Khawarij. Er sagte, ihr habt mich erschrocken. Sie sagten, bist du Abdullah ibn Khabbab, der Gefährte des Gesandten Allahs? Sie wussten, wer er ist. Er sagte, ja. Sie sagten, hast du etwas von deinem Vater gehört, was er vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass du uns berichten kannst? Guck mal, wie mutig Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat ist. Er sagte, ja, ich habe was zu berichten. Ich hörte von ihm, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Fitna erwähnt. Eben das, ja, was gerade passiert. Der Sitzende ist dann besser als der Stehende besser als der Gehende und der Gehende besser als der Laufende. Er sagte, wenn du die Fitna erreichst, dann sei der Diener Allahs, der getötet wird. Al-Rasul alaihi salatu wasalam sagte zu Khabbab, wenn du diese Fitna erreichst, zieh dich zurück. Lieber wirst du getötet, als dass du jemanden tötest. Ayyub, ein Überlieferer, sagte, ich denke, er sagte weiter, und sei nicht der Diener Allahs, der tötet. Sie sagten, die Khawarij jetzt, hast du das von deinem Vater gehört, wie er es über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichtet hat? Hast du es also persönlich gehört von deinem Vater? Er sagte, ja. Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss. Was haben sie jetzt getan? Was sie getan haben? Genau. Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss. Warum? Warum töten sie ihn jetzt? Weil er sie entlarvt hat? Guckt mal, er sagt jetzt, es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann wird es eine Fitna geben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du sollst nicht mitkämpfen. Ein Beleg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Da hört es doch jetzt auf normalerweise, okay? Aber was ist das Problem der Khawarij? Genau, und dann, dass er nicht mit ihnen kämpft. Und wenn er nicht mit ihnen kämpft, ist er was? Kafir. Wenn er nicht mit ihnen, du bist nicht auf der Seite des Tauhid. Du bist nicht auf der Seite derer, die den Tauhid verteidigen wollen. Was haben sie getan? Dann nahmen sie ihn nach vorne an den Fluss und haben ihm seinen Kopf abgeschlagen. So sprießte sein Blut wie ein Schnürsenkel. Wie ein Schnürsenkel. Dann gingen sie zu seiner schwangeren Frau und schlitzten ihr den Bauch auf. Alles fi sabilillah. Das sind die Khawarij. Das sind die Khawarij. Die heutigen Takfiris. Und ich hatte schon mal erwähnt, Takfiri, die haben ja so eine Riesenallergie. Wie kannst du Takfiri sagen? Das hat kein Gelehrter vorher gesagt. Habibi, das muss auch kein Gelehrter vorher gesagt haben. Begrifflichkeiten, da sagt man nicht, dieser Begriff ist eine Bid'ah. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Jetzt zum Beispiel der Begriff Aqidah. Steht er im Koran? Steht er in der Sunna? Das sind Begrifflichkeiten. Hauptsache der Inhalt ist richtig. Die Sekte der Qadariyah wurde dann erwähnt oder beschrieben. Das heißt ja nicht, dass es keinen Qadar gibt, sondern sie haben einen Fehler im Qadar. Denn sie sagen, guck mal, wenn du sagst Takfiri, dann bedeutet es, es gibt kein Takfiri im Islam. Oder Takfiri ist immer schlecht. Was ist denn das für ein Unfug? Was ist denn das für eine billige Masche? Wenn wir sagen, die Sekte der Qadariyah, also die haben Fehler im Qadar. Heißt das, es gibt kein Qadar und Qadar im Islam? Natürlich gibt es Qadar und Qadar. Eine Säule des Iman, oder nicht? Dass du an Qadar und Qadar glaubst. Aber was sind die Qadariyah? Eben eine Sekte, die den Qadar falsch verstanden haben. So, was sind Takfiris? Eben Leute, die den Takfir falsch verstanden haben. So einfach ist das. Im Geschichtswerk des Imam al-Tabari wurde erwähnt, dass Ali radiallahu anh ein Schreiben erhalten hat, in dem stand, dass die Khawarij einen Muslim anhielten und ihn fragten, bist du Muslim oder Kafir? Er sagte, ich bin ein Muslim. Sie sagten, was sagst du über Ali? Er sagte, ich sage nur Gutes über ihn. Sie sagten, dann bist du ein Kafir.
Kennt ihr das? Wer den Käfer nicht zum Käfer erklärt, ist ein Käfer. Was sagst du über Präsident XY? Käfer. Warum überlegst du überhaupt? Ist doch klar. Darf ich lernen? Käfer. Du musst sofort sagen, das ist ein Käfer. Dieses Prüfen, das ist von ihren Vorfahren, den Khawarij. Sie sagten, da bist du ein Käfer, du Feind Allahs. Steht in diesem, also ich zitiere hier. Dann hat ihn eine Gruppe von ihnen getötet. Also die Khawarij haben ihn getötet. Und deswegen sage ich, liebe Geschwister, das haben wir doch gesehen mit unseren eigenen Augen, leider. Da kommt jemand und sagt, darf ich beten? Nein. Bam, zack, haben wir ihn getötet. La ilaha illallah. Okay, gehen wir davon aus, er ist Käfer, er ist raus aus der Religion. Darf er nicht mehr rein bei euch oder was? Gibt es keine Taube? Subhanallah al-Azim. Dann hat ihn eine Gruppe von ihnen getötet. Daneben war ein Mann, der zu den nicht-muslimischen Bewohnern gehört. Dhimmiyun, Ahlul Dhimma. Kennt ihr Ahlul Dhimma? Also Nicht-Muslime, die in einem islamischen Land leben. Sie fragten ihn, also es ging jetzt weiter. Was bist du? Er sagte, ein Mann der nicht-muslimischen Bewohner. Also, ich bin nicht-Muslim. Dann sagten sie, diesen dürfen wir nichts antun. Und da haben sie ja auch recht, ist jetzt nicht, sondern sagen, bringt ihn doch lieber um als ein. Nein, sie dürfen weder den Muslim noch den Nicht-Muslim umbringen. Aber das zeigt, wie irregeleitet sie sind, dass sie eben diesen Muslim getötet haben. Warum? Weil er eben nichts gegen Ali hat, radiallahu anhu. Ein weiteres Ereignis, das Wasil ibn Atta mit einer Gruppe der Khawarij hatte. Und zwar sagte Wasil, der gehörte zu den Mu'tazila. War ein schlauer Kerl, aber natürlich eben Sektenanhänger. Aber schlauer Kerl, was die Khawarij jetzt angeht. Da kamen sie zu ihm, die Khawarij, und da sagte Wasil zu seinen Leuten, er war mit ein paar Leuten, der hat gesagt, dies ist nicht eure Angelegenheit. Also kein Mucks. Das ist kein Spaß jetzt, diese Khawarij. Kein Mucks. Ich rede und ihr seid ruhig. Tretet zurück und lasst mich mit ihnen sprechen. Die Khawarij fragten ihn, was bist du und deine Leute? Immer dieses Prüfen. Ja? Normalerweise, du bist in einem islamischen Land. Jeder, der vor deiner Nase läuft, ist erst einmal ein Muslim. Was, wenn er Christ ist? Ja gut, dann ist das eine Ausnahme. Aber die Regel ist, du bist in einem islamischen Land, also ist jeder erstmal ein Muslim. Sie sagten, was bist du und deine Leute? Er sagte, dieser Wasil, er sagte, wir sind Götzendiener, die um Schutz bitten, damit sie das Wort Allahs hören und seine Gebote kennen. Der wusste, damit werden sie ihn nicht umbringen. Aber bist ein Götzendiener? Okay, darfst du weiter. Bist Muslim? Kopf ab. Da sagte er, wir sind Götzendiener, die um Schutz bitten, damit sie das Wort Allahs hören und seine Gebote kennen. Sie sagten, wir gewähren euch Schutz. Wie edel. Dann sagte er, bringt uns bei, lest uns Koran, wir wollen die Religion lernen. So haben sie ihnen die Gebote beigebracht. Er sagte, meine Leute und ich haben es angenommen. Sie sagten, dann kommt mit uns. Ihr seid Muslime? Kommt mit uns, ihr müsst jetzt kämpfen. Was sagte er? Dann kommt mit uns, denn ihr seid unsere Brüder. Er sagte, das ist nicht euer Recht. Denn Allah sagt, und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Allah sagt was? Wenn du Leute siehst, das sind Götzendiener, dann bringe ihnen die Religion bei und lass sie ziehen. Ich weiß, du sagst, du musst hier bleiben. Lass sie ziehen. Deswegen hat er von vorne gesagt, wir sind Götzendiener, wir wollen die Religion hören. Er hat natürlich nicht dann weitergemacht, damit ihr uns dann ziehen lässt. Der wusste ja, so schlau sind sie auch wieder nicht. Also hat er gesagt, okay, guckt mal, könnt ihr uns die Religion beibringen, bitte? Sie haben die Religion beigebracht. Sehr schön, alles klar, wir sind Muslime. So, und jetzt kommt ihr mit? Nee, Sekunde mal, mach mal die Ayah fertig. Die Ayah besagt jetzt, lasst uns weiterziehen. Also, lasst uns den Ort erreichen, wo wir sicher sind. Die Khawarij schauten sich gegenseitig an. Ey, der hat uns ja fertig gemacht, der Typ. Und sagten dann, das ist euer Recht. So brachten sie zum Ort, an dem sie in Sicherheit waren.
Die Khawarij kutschierten sie bis zum Ort. Das zeigt, wie schlimm diese Situation war, liebe Geschwister. Dass man sich als Muschrik ausgeben muss, als Christ oder Jude, als Nichtmuslim ausgeben muss, damit man überlebt. Wisst ihr, wie viele Leute getötet wurden? Aber Tausende von diesen Khawarij, früher und auch heute, leider. Und das alles im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah ist frei von dieser Angelegenheit. Diese Khawarij, liebe Geschwister, wir hatten ja schon erwähnt, sie haben mehrere Bezeichnungen. Eine Bezeichnung sind die Al-Qurra, also die Leser, weil sie so viel Koran lesen. Dann Al-Khawarij. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Khawarij kilabun nar. Die Khawarij sind die Hunde des Höllenfeuers. Ebenso wurde dieser Name von den Sahaba verwendet. Also Al-Khawarij. Ein weiterer Name sind die Al-Muhakkimah. Und das zeigt, liebe Geschwister, wenn es mehrere Namen, es geht alles um Khawarij. Also keep cool, also macht doch jetzt nicht so ein Riesentheater wegen dem Begriff Takfiri. Ja, aber diese Khawarij heute, die Takfiris, die haben eine Riesenallergie und wiederholen das jedes Mal. Ja, die heute, die nennen uns. Ja, jammern doch nicht so rum. Alles klar, wir haben verstanden, ihr wollt nicht Takfiris genannt werden, ihr Takfiris. Ja, okay. Ein weiterer Name ist Al-Muhakkimah. Warum wurden sie Al-Muhakkimah genannt? Al-Muhakkimah, weil sie eben aufgrund des Tahkim, der Schlichtung, zwischen Ali radiallahu anhu und Muawiyah, weil sie aufgrund des Tahkim eben den Takfir ausgesprochen haben gegen Ali radiallahu anhu und gegen Muawiyah radiallahu anhu und natürlich alle Sahaba, die bei Ali und bei Muawiyah waren und nicht bei den Khawarij. Alle waren sie Kuffar. Alle Sahaba und Tabi'in, alle waren sie Kuffar. Ebenso gehört zu den Namen Al-Haruriyah. Das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Denn wo haben sie sich versammelt, nachdem sie sich abgespalten haben von der Armee Alis, radiallahu an? Sie waren ja eigentlich in der Armee von Ali, radiallahu an. Und dann haben sie sich abgespalten, weil eben Ali nach ihrer Ansicht ein Kafir geworden ist. Und wo versammelten sie sich? In Harura, eine Stadt im Irak. Und dieser Begriff wurde von Aisha radiallahu anha verwendet. Und zwar fragte sie mal eine Frau, warum muss eine menstruierende Frau das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet? Aisha radiallahu anha sagte, gehörst du zu den Leuten aus Harura? Haruriyatun anti? Bist du eine Haruriya? Eine aus Harura? Sie sagte, nein, ich gehöre nicht zu den Leuten aus Harura. Ich frage nur. Sie sagte, dies ist uns passiert. Und dann wurden wir aufgefordert, das Fasten nachzuholen, aber das Gebet nicht. Also diskutier nicht. Das ist ein Gebot und das machen wir. Warum hat sie diese Frau gefragt, ob sie zu den Leuten aus Harura gehört? Denn entweder, weil diese Khawarij eben diskutieren, ja, oder, und das ist eine Ansicht einiger Gelehrte, dass sie eben tatsächlich der Ansicht waren, dass eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, auch Gebete nachholen soll. Und was natürlich nicht richtig ist. Ebenso werden sie genannt, die Leute des Nahrawan. Warum? Ja, natürlich wegen der Schlacht. Das war die erste Schlacht gegen Al-Khawarij. Aber es war nicht die letzte. Also, das war ja Beginn. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn eine Gruppe vernichtet wurde, kam die nächste Gruppe und das bleibt bis Yawm al-Qiyamah. Das waren also einige Namen der Khawarij. Kommen wir zu einigen Gruppen der Khawarij. Die Khawarij, liebe Geschwister, sind mehrere Gruppen. Es gibt nicht nur eine Gruppe. Eins haben sie gemeinsam, dass sie Muslime zu Nicht-Muslimen erklären. Das haben sie gemeinsam. Die erste Gruppe der Khawarij, die nennt man Al-Azariqah, weil diese Bezeichnung geht zurück auf den Begründer Nafi' ibn Al-Azraq. Dieser Nafi' ibn Al-Azraq, liebe Geschwister, kritisierte Ibn Abbas, radiallahu anhu. Muss man sich mal vorstellen. Das,
Das ist kein Sahabi, also dieser Nafi' ibn al-Azraq. Und zwar, so sagte er einmal, lasst uns zu jenem gehen, der sich zum Tafsir des Korans aufstellt, ohne Wissen zu haben. Ja, salam. Du hast Wissen, ja? Und Ibn Abbas, radiallahu an, für den der edle Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Dua gemacht hat, O Allah, gebe ihm die Fähigkeit zur Deutung, also gebe ihm Wissen über die Religion und die Fähigkeit zur Deutung, also Tafsir. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Er, so überheblich wie er ist, sagte, lass uns mal hier diesen, wer war das nochmal, der meint, der wäre ein Mufassir. Und er redet hier über Ibn Abbas, radiallahu an. Die gleiche Masche heute. Dieses Überhebliche. Dieses sich lustig machen über die anderen. Das ist ihre Eigenschaft. Dass sie sich immer lustig machen über die anderen. Ibn Abbas, radiallahu an, hat ihn aber natürlich immer widerlegt. Ja, das ist Ibn Abbas, radiallahu an. Ja. Diese Gruppe, Al-Azariqa, hat folgende Ansichten. Sie sehen Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Aisha und Ibn Abbas als Ungläubige. Selbst Uthman, radiallahu an, der ja schon gestorben ist, oder nicht? Kafir. Sie sehen jene als Ungläubige an, die nicht mit ihnen kämpfen. Sie erlauben das Töten der Frauen und Kinder ihrer Widersacher. Einer ist Kafir, bringt seine Frau um, bringt seine Kinder um. Sie sehen jede große Sünde als Kufr-Akt, sodass man für ewig in der Hölle bleibt. Die Takfiris heute, die wollen die Leute in die Irre führen, dass sie sagen, guck mal, ein Khariji, also ein Anhänger der Khawarij, ist jemand, der die große Sünde als Kufr-Akt sieht. Ja, das ist aber nicht die einzige Eigenschaft. Bitte schön, hier, mehrere Eigenschaften. Haben Sie Uthman oder Ali oder Talha oder Zubayr oder Aisha oder Ibn Abbas, radiallahu an, des Kufrs bezichtigt, weil die Alkohol getrunken haben, zum Beispiel? Ist eine große Sünde, oder nicht? Die Khawarij sagen, wer eine große Sünde begeht, zum Beispiel, er trinkt Alkohol, er macht Zina, Kafir, ist kein Muslim mehr. Haben die Aisha oder Ali und so weiter, radiallahu anhum ajma'in, zu Kuffar erklärt wegen großen Sünden? Nein. Also nicht in die Falle tappen, dass man nur dann ein Takfiri ist, ein Khariji ist, wenn man der Ansicht ist, große Sünden führen zum Kufr. Nein, nein, du kannst auch ein Takfiri Khariji sein und du denkst, große Sünden führen nicht zum Kufr. Sondern was ist dann das Problem? Ja, dass du den Muslim zum Kafir erklärst. Das ist die Essenz des Takfirs. Des falschen Takfirs, des Übertreibens, des fanatischen Takfirs. Dann gibt es die Gruppe der Najadat. Und zwar Anhänger von Najdah ibn Amir. Und das, liebe Geschwister, das kommt ja jetzt hier, das ist eine Abspaltung von den Azariqa. Kennt ihr die Kernteilung? So ist es bei den Khawarij. Und das sehen wir ja heute auch. Da ist eine Gruppe und dann geht's los. Ja, wie Zellteilung. Ja, zack. Ihr seid Kuffar. Okay, dann zack, ihr seid Kuffar. Nee, ihr seid Kuffar. Dann zack, nee, ihr seid Kuffar. Und so weiter und so fort. Teilen sich immer auf und so war das. An-Najadat, denen hat das nicht gepasst. Ihr Azariqa, ihr Kuffar, ihr habt den Tauhid nicht verstanden. Jetzt geht es innerhalb der Khawarij ab. Warum? Weil sie jene zu Ungläubigen erklärt haben, die nicht mitkämpfen. Die haben gesagt, das können wir nicht machen. Barakallahu fikum, Allah, jazakum Allah khairan, dass ihr die nicht zu Kuffar erklärt habt. Was ist mit den anderen Punkten? Nö, nö, das ist richtig. So wurde ihm von seinen Leuten der treue Eid geschworen und Führer der Gläubigen genannt. Ah, das ging ratzfatz. Eigene Gruppe, ja, tut sich zusammen. Hier, du bist Amirul Mu'minin. Ja, so wie bei Daesh. Ja. Irgendjemand, kennt ihr den? Noch nie gehört den Namen. Kennt ihn irgendein Mensch auf dieser Welt? Ja, seine Familie kennt ihn. Ja, was ist denn das? Und dann ist er ein Kalif? Reicht das? Der muss doch bekannt sein. Zu den Lehren gilt, wer auf eine Sünde beharrt, ist ein Muschrik, aber wer eine Sünde begeht, ohne darauf zu beharren, der ist ein Muslim. Also wer eine Sünde immer macht, der wird Kafir, Muschrik. Aber wer eine große Sünde begeht, aber nicht immer, der ist kein Muschrik. Sie erlaubten die Taqiyya. Taqiyya, das ist besonders das Hobby von Schiiten. Was ist das? Also Heuchelei. Der kann dir sagen, hallo, ja, Aisha radiallahu anha, eine edle Frau. Und der heuchelt, also der meint das nicht ernst. Das ist sogar bei den Schiiten eine Pflicht. Du musst heucheln.
Du musst Taqiyya machen. Gehört zu so wie ein Gottesdienst. Er erlaubte auch das Töten, er erlaubte Leute zu töten, denen Sicherheit gewährt wurde, sowie ihr Besitz zu nehmen. Also wieder die Leute reinlegen. Darfst du. Ja, bist ganz sicher. Komm. Und dann, zack, bringt er ihn um. Also Betrug wurde erlaubt. Dann gibt es noch mehrere Gruppen dieser Khawarij. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem Übel bewahren.